Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia The Sands of Time. Ja, letztes Mal habe ich den Part etwas blöde beendet. Wir waren gerade mitten im Kampf und diesen Kampf werde ich euch jetzt nochmal zeigen. So. Gebt acht. Worauf? Speicherprobleme. Habe ich aber mittlerweile gelöst. Ganz genau. Waffen immer in der Nähe behalten. Wisst ihr, nicht alles ist eine Falle. Kommt schon, teleportiert euch hoch. War gerade cool. Hilfe! Ja, sorry, dass ich übrigens gerade so wenig rede, aber ich muss mich hier echt konzentrieren. Ein Fehler und es ist aus mit mir. So, geschafft.
So, jetzt kann ich die Fahrstuhlfahrt noch ein bisschen genießen, bis ich ganz oben bin. So. Es hat aufgehört. Los, kommt! Beeilung! Die Sanduhr ist nicht weit. Ich fühle es. Fühlen? Wie? Ich kann es nicht erklären. Die Schatzkammer des Maharajas. Ach nein, des Sultans. Die Schatzkammer des Maharajas haben wir schon mal gesehen, aber das hier ist die Schatzkammer des Sultans. Mal fangen 17% wir fehlen noch vom Spiel. Oh Mann, ey. Es ist niemand hier. Umso besser für uns. Nun, hinauf auf die Sanduhr. Nehmt den Dolch und steckt ihn in die Mitte der Kuppel. Meines Vaters Armee plünderte euren Palast und nahm euch als Sklave. Was? Ihr habt allen Grund, mich zu hassen. Wovon sprichst du? Bist du blöd? Nun soll ich euch vertrauen? Macht schon! Es ist keine Zeit! Warum? Ja, Marut. Zauberer. Dolch! Er darf nicht in seine Hände fallen! Ich stellte mich dem Feind. Ich sah in seine Augen. Und ich verlor. Alles. Au. Gut, gefangen. Ein Grab. Ihr wart da, den Dolch in der Hand. Warum habt ihr gezögert? Ihr haltet euch für den Besten der Besten, aber ihr seid genau wie die anderen. Verfluchte Soldaten, alles was sie können ist kämpfen und zerstören. Warum habe ich euch vertraut? Warum habt ihr mir nicht vertraut? Erfahrung? Verzeiht. Wo seid ihr? Ich bin hier. Haltet meine Hand. Geht nicht. Was ich sagte, war falsch. Nein. Ihr hattet recht. Alles Geschehene war mein Werk. Ich wollte Ehre und Ruhm. Ich brachte Verderben. Ihr seid tapfer und ehrenhaft. Wenn dies unser Grab sein soll, wird der Dolch mit uns beerdigt. Und wir sind beisammen. Was ist los? Nichts. Ihr zittert. Ich mag keine engen Räume. Klaustrophobie. Es muss ein Weg nach draußen sein. Als Kind lehrte mich meine Mutter ein geheimes Wort. Sie sagte, wenn ich Angst hätte, müsse ich nur dieses Wort aussprechen und eine magische Tür tue sich auf. Ich habe niemandem davon erzählt.
Kein Wunder, ich habe nie was Lächerlicheres gehört. Wie lautet das Wort? Kakolukiam. Kakolukiam. Ihr wart das. Nicht wahr? Pfarrer? Sehr schön, das war also nur ein Passwort. Und jetzt kommt eine sehr lange Treppe, die wir erstmal runtergehen müssen. Ja, das ist wirklich eine ziemlich lange Treppe. Wo seid ihr? Oh, ist das nicht wundervoll? Was ist wundervoll? Wo seid ihr? Früher habe ich, um hier die richtige Tür zu finden, immer Stunden gebraucht. Aber als ich dann herausgefunden habe, wie einfach das ist, brauche ich weniger Zeit. Ich suche nach euch. Man muss immer dahin gehen, wo man Wasser hört. Pfarrer? Wenn wir nur bleiben könnten. Pfarrer? Sollen wir ein Bad nehmen? Wovon redet ihr nur? Wo seid ihr? Bin ich. Wo seid ihr? Schließt mich in eure Arme. Ich sehe euch nicht. Nächste Etage. Also, das wird langsam lächerlich. Pfarrer? Schließt mich einfach in eure Arme. Mit wem redet ihr denn da? Mit dir, Prinz. Pfarrer? Geschafft. Oh, das ist wirklich ziemlich schön. Es ist wundervoll. Komm schon! Und er hat seine kleinen Jungen nicht abgelegt. War sie wirklich die magische Höhle? Wenn es ein Traum war, dann war es einer, den wir beide träumten. Es war kein Traum. Mit diesem Amulett sind wir nochmal wesentlich mächtiger als mit dem Dolch. Wesentlich mächtiger. Das heißt, sobald wir ein neues Schwert gefunden haben. Und hier ist ein neues Schwert. Und zwar das stärkste Schwert im ganzen Spiel. Jetzt muss ich nur noch dieses blöde Spiegelrätsel lösen.
um irgendwie da ranzukommen. Also. Ich hasse diese Spiegelrätsel. So. Endlich habe ich's. Das Wort of Doom. Und da wir jetzt das Amulett der Zeit haben, brauchen wir jetzt nicht mehr, die mit dem Dolch zu erstechen, jetzt können wir die einfach erschlagen. Seht ihr? Und das ist ein One-Hitter. Mit dem kann man alle Gegner One-Hitten. Das ist das Sword of Doom.
Der einzige Nachteil, jetzt können wir nicht mehr die Zeit zurückdrehen. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Und es sind noch 10% im Spiel zu machen. Und das erscheint mir jetzt ein guter Zeitpunkt zu sein, um dahin hart zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mir immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Liked das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.